Hallo und willkommen beim COT Talk. Jeder von uns, man kann es sicher so sagen, hat irgendwann in seiner Jugend so ein Jojo in der Hand gehabt. Mama oder Papa ist es kaufen. Gespielt haben die allerdings nicht alle gleich lang. Das Aufleieren, das Ewige und so weiter und andere Interessen haben das Jojo abgelöst. Die Gäste, die ich heute mal bei mir habe, haben nicht aufgehört. Sie sind heute Schweizermeister und Vize-Schweizermeister, arbeiten mit Shows überall rund. Fast um den Globus kann man nicht sagen, aber in der Schweiz ist es so. Es ist der Ivo Studer einerseits, Vize-Schweizermeister, und der Jan Schmutz, der Schweizermeister im Jojo. Guten Abend. Guten Abend. Ich habe gerade gesagt, Jan Schmutz, Ivo Studer, der hat nicht aufgehört, wie die meisten von uns, die dann irgendwann das Jojo im Regal bleiben liegen. Warum ich nicht? Ja, das hat alles vor 11 Jahren angefangen. Und dann haben wir einfach auch mal so ein Jojo bekommen und dann angefangen zu spielen, so die Grundtricks anfangen zu machen. Dann haben wir in der Schule gespielt. Wir hatten es einfach immer dabei gehabt. Und dann zumal hat es wirklich viele Spieler gegeben. Wir haben es gegeneinander so ein bisschen angetrieben. Oder? Der eine hat wieder einen besseren Trick können, der andere hat es wieder gelernt. Dann kamen die ersten Wettkampf gekommen. Dann haben wir einfach auch immer wieder mitgemacht. Und später, ja, haben wir auch Erfolge gehabt. Und das pusht natürlich die ganze Zeit. Und jetzt mittlerweile machen wir halt schon Auftritte, wo wir mehr auf Shows halt arbeiten. Was ist die Faszination am Jojo? Ja, das Jojo ist, braucht sehr viel Kreativität und Fingerfertigkeit. Und wir waren beide eigentlich früher sehr fasziniert von Zirkus und Jonglage und so weiter. Wir haben schon früh angefangen mit solchen Sachen. Und das ist eigentlich eine logische Konsequenz, dass man dann mit dem Jojo einsteigt. Und es macht echt sehr viel Spass. Und ja, es ist ein Fakt wirklich. Mhm. Wir zeigen doch unseren Zuschauern mal am besten so ein bisschen. Wir haben auch vorher etwas aufgenommen. Die Regie kann das einspielen. Ein kleiner Showblock von euch, dass man mal sieht, was die alles machen mit dem Ding. Das ist ein grösseres Jojo, das wir hier gerade sehen, oder? Genau, das ist ein Jojo, das etwas grösser ist, extra speziell für Shows, halt, für eine Bühne mit vielen Zuschauern, damit es auch visuell wirkt und man es wirklich gut sieht. Aber vom Prinzip her ist es genau gleich wie ein kleines Jojo. Es hat ein Kugellager drin und einen Freilauf, damit das Jojo frei umdreht und man die ganzen Tricks machen kann. Das Jojo, das dreht immer, oder? Nicht nur, es geht nicht nur aufwärts oder vorwärts, Rückwärtsbewegung, es ist immer in Movement, oder? Genau, wenn man es abschmeißt, dreht es. Und das kann bis zu einer Minute, zwei Minuten lang drehen. Und dann zuerst muss man es halt wieder beschleunigen. Mhm. Und hier sieht man einhändige Schnurtricks. Ja, das ist schon ein Unterschied. Oder? Bei uns war es einfach so, auf und ab, etwa 10 Mal, vielleicht einmal gegen vorne, sogenannten Pass geben. Und dann, das war's. Oder? Dann hat man wieder aufgeleiert. Das sind ganz andere Jojos heute, oder? Genau, genau. Also die haben wirklich Hochpräzisionskugellager drin. Jetzt, das hier ist ein Aluminium-Jojo. Kostet auch von 100 Franken an aufwärts. Das ist wirklich ein Hochpräzisionsgerät. Und nur dadurch sind die Tricks überhaupt möglich. Das Jojo bleibt bis zu 5 Minuten einfach so dunkel, wenn man es gut runterwirft. Und dann bleibt es da, bis man wieder eine Rückwärtsbewegung macht? Genau, bis man es wieder mit einem Zug vor Hang jetzt hier wieder zurückholt. Und hier sieht man wirklich, es gibt fast unendlich viele Tricks, Kombinationen, die man machen kann mit der Schnur und dem Jojo. Der Schweizer Meister im Jojo. Sensationell. Genau, und wieder zurück. Sensationell. Sensationell, hä? Wie sie hier beide machen. Nicht nur die Schweizer Meister, sie sind 14 Schweizer Meister. Was ist eigentlich, was gibt der Ausschlag, dass der eine gerade der Titel holt oder der andere zu weit ist? Wo ist der Unterschied noch bei euch? Ja, es kommt natürlich auch ein bisschen auf die Tagesform drauf an. Aber, jetzt der Jan ist, hat ein bisschen grösser Ehrgeiz wahrscheinlich als ich auch. Und trainiert ein bisschen mehr natürlich. Also, es kommt natürlich auch auf das Training drauf an. Also ich kann mich erinnern an unsere Zeit, oder? Das ist länger zurück als bei euch, als ihr jünger seid. Da hat es tolles Jojo gegeben. Immer wieder aufleieren und dann ist er bleiben hängen und so weiter. Bis nachher die besseren Jojo, nämlich die hier gekommen sind, schon, die natürlich mehr Möglichkeiten geben. Jetzt, ihr habt selber gerade gesagt, der Jan hat mehr vielleicht Durchhaltevermögen, trainiert ein bisschen mehr. Wie viel trainiert man für so etwas? Ja, also anfangs, als wir angefangen haben, ist 2-3 Stunden Training pro Tag war normal. Vor Wettkämpfen wirklich noch mehr. Und dann einfach müssen dranbleiben. Dann halt die ganze Koordinationssache, auch dann zweihändig, die wir dann später noch sehen, ist vor Koordination extrem anspruchsvoll. Wenn man mit beiden Händen arbeitet, oder? Und zum Teil links und rechts ganz unterschiedliche Sachen muss machen. Und das, ähnlich wie beim Jonglieren, braucht extrem viel Training. Immer wieder dranbleiben. Verliert man ja schnell wieder, sobald man vielleicht mal sagt, jetzt machen wir 2 Monate Pause. Merkt man das sofort?
Ja, das merkt man auf jeden Fall. Also man muss ständig dranbleiben. Sonst merkt man auf jeden Fall, wenn die Koordination ein bisschen nachlässt. Mhm. So. Also da muss man schon fleissig trainieren. Das ist wie bei allen Sportarten. Das ist eigentlich auch ein Sport. Oder? Das ist viel mehr als ein Spiel in dem Sinn. Ich sage jetzt, ein Sport, oder? Eine riesige Konzentration. Und ihr habt auch Sound dazu, das können wir am Schluss. Wir haben noch eine Einspielung am Schluss, die ihr bringt. Jetzt die Meisterschaften, meine, wie muss man sich das vorstellen? Ihr habt selber gesagt, irgendwie 11'000 aktive Spieler jetzt noch gegeben, vor Jahren, die sich wirklich aktiv jeden Tag mit dem Jojo beschäftigt haben. Und dann kommt man da so zusammen und dann gibt es Ausscheidungen. Und wie bewertet man das? Oder? Wer bewertet das? Der Schiri ist natürlich, aber ja, genau. Kann man das wirklich auch so? Weil das geht auch so schnell, oder? Das sind natürlich die Schiedsrichter, sind auch Jojo-Spieler. Also jetzt zum Beispiel bei der letzten Schweizer Meisterschaft im Oktober sind zwei Schiedsrichter aus Österreich extra eingeflogen worden, die das bewertet haben. Mhm. Und das ist so, vor 10 Jahren hat es über 10'000 Spieler gegeben, die in verschiedenen Vorausscheidungen und Regionalfinal die Besten herausgepickt und die haben sich im Finale der Schweizer Meisterschaft messen. Der ganze Jojo-Boom hat recht abgeflaut. Jetzt mittlerweile sind wir vielleicht noch eine Handvoll Leute, die wirklich aktiv noch spielen. Ja. Also es ist noch verrückt, oder? Man kann ja reisen weltweit, wenn wir das alle machen, wenn man unterwegs ist, dann sieht man immer so auf öffentlichen Plätzen. In Bern ist es ein bisschen vom Bärenplatz, in New York auf dem Washington Square und so weiter. Wo junge Leute oder Covent Garden in London, wo Leute, die etwas ganz Besonderes können, sich präsentieren, einen Hut aufstellen oder Geld verdienen. Die haben eigentlich eine Passion, ein Hobby, wo ihr könnt tagtäglich überall reisen und ein bisschen Stütz verdienen, oder? Hätte ich schon gemacht, denke ich. Auf jeden Fall, ja. Ja, wir haben auch angefangen mit, anfangs mit Meisterschaften. Da muss man auch immer Shows präsentieren, die dann bewertet werden. Und dann sind wir auch auf der Straße spielen, haben wir das ab und zu gemacht. Mittlerweile haben wir unsere Show ein bisschen ausgereift. Wir haben wirklich eine Bühnenshow zusammengestellt mit Lichteffekten und ganze Choreografie zur Musik und alles. Und treten jetzt als Duo in Motion treten wir auf. In der ganzen Schweiz, zum Teil auch im Ausland. Sind wir wirklich viel unterwegs. Eben, wir kommen vielleicht auf das noch, aber eben, schon noch so schön, oder? Wir können so ein träumen davon, dass wenn man mal ein bisschen Klepper bei Kassen ist, einfach mal die Joyo vornimmt, den Hut aufstellt und die Leute haben Spass. Es ist irrsinnig schön zum Zuschauen und dann verdient man noch ein bisschen Sackgeld. Ihr macht es heute noch professioneller. Wo kann man euch buchen? Wir haben eine Website, wo das Studio eingeben kann. Euch kann man buchen, man kann die Website besuchen für irgendwelche Anlässe. Wo tritt man da so auf? Wir machen ganz verschiedene Sachen, von kleinen Geburtstagen bis grossen Galas, Misswahlen und so weiter. Mhm. Also das ist das ganze Spektrum drin. Wir machen Jojo-Shows, ein- und zweihändig, machen aber auch UV-Shows und Feuer-Shows. Also das ist ein ganzes Programm bis zu 15 Minuten. Und, aber in motion.ch kann man uns buchen. Okay. Ich muss euch auch sagen, ihr seid eigentlich ein Finsterhändler, oder? Genau. Finsterhändler seid ihr, oder? Die Teufel Seeländer. Ja. Und habt hier den Gimmer gemacht in Biel, bevor ihr auf Bern seid. Ihr seid Berner. Genau. Jetzt wäre natürlich gut, wenn wir den einen oder anderen schon gerade anfragen, oder? In Seeland, für ein Firmen-Event oder so, ja. Euch zu buchen. Vielleicht ganz zum Schluss. Was für einen Tipp gibt es für die, die jetzt sagen, jetzt bin ich gerade im Laden, jetzt sehe ich wieder mal so ein Jojo. Sagt, jetzt wollte ich es doch mal probieren, die haben mich inspiriert, die Jungs. Was geht Ihnen für einen Tipp, dass Sie ein bisschen weiterkommen als die ersten 2 Tage? Ja, sicher mal wichtig, dass man ein gutes Jojo hat. Es gibt nichts Frustrierendes, als wenn einfach das Jojo nicht läuft und man eigentlich trainieren will. Also so für 25 bis 30 Franken kann man im Spielwarenladen ein gutes Jojo bekommen, das so einen Freilauf hat und man die Tricks machen kann. Dann ist es zu empfehlen, vielleicht ein Buch oder ein Video dazu zu nehmen, wo man die Anfangstricks mal lernen kann. Und dann muss man einfach dranbleiben und durchhalten will zeigen. Ja. Viel Geduld. Viel Geduld, ja. Okay. So okay. Jan Studer, Jan Schmotz, Yves Studer. Viel Spass weiterhin, merci. Viel Passion und viel Erfolg bei den Shows, die ihr habt. Und merci vielmals für den Besuch. Danke. Voilà. Wir sehen jetzt noch einen Einblender, das habe ich vielleicht noch nicht gesagt. Ganz zum Schluss mit ein bisschen Sound von diesen Herren. Genießt es und bis zum nächsten Mal, nächsten Montag. Ganz eine gute Zeit.